Hallo zusammen, mein Name ist Erik Ludwig und in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie die Margin einer Trade vorab ermitteln können, also noch vor der Platzierung des Trades und zwar in der Handelsplattform der TWS. Bevor ich in die Materie einsteige, werfen Sie bitte einen Blick auf den Disclaimer und den Risikohinweis. Diesen Disclaimer finden Sie auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank. Ich befinde mich jetzt in der Handelsplattform von Interactive Brokers, also in der berühmten TWS Handelsplattform, und ich habe hier ein paar Positionen aufbereitet. Sie wissen wahrscheinlich, wie Sie die Margin-Anforderungen einer bestehenden Position in Ihrem Depot ermitteln können. Ich nehme als Beispiel diese Put-Option auf den XLU, um herauszufinden, welche Margin-Anforderungen diese Position momentan in Anspruch nimmt. Sozusagen mache ich einen Rechtsklick auf die Position, gehe auf Finanzinstrument-Info und klicke dann auf Margin-Auswirkungen anzeigen. Wenn ich das mache, sehe ich hier, dass wenn ich die bestehende Position in meinem Depot schließen würde, der sogenannte Ersteinschuss sich um $662 reduzieren würde. Ja, damit entlaste ich quasi meine Margin-Anforderungen in meinem Depot. Was ich Ihnen aber jetzt zeigen möchte, ist, wie Sie diese Margin-Anforderungen bzw. diesen Ersteinschuss im Vorfeld ermitteln können, das heißt noch bevor Sie den Trade eingegangen sind. Als Beispiel habe ich die Aktie von Coca-Cola betrachtet und wir gehen einfach davon aus, dass wir jetzt 100 Stück von dieser Aktie kaufen würden. Also die kostet ungefähr $63,21 zum Zeitpunkt dieses Videos. Das heißt, wenn ich 100 Stück kaufen würde, dann würde ich Pi mal Daumen $6.300 zahlen müssen. Aber in einem Margin Depot ist es so, dass mein Broker nur ein Bruchteil von diesem Betrag verlangt. Und der Ersteinschuss würde hier Pi mal Daumen $1.028 betragen. Warum? Wenn ich jetzt auf diesen Ticker klicke und auf Finanzinstrument-Info gehe, dann gehe ich auf Beschreibung und dann erscheint dieses Fenster und ich sehe hier, dass die Margin-Anforderungen wie folgt sind. Bei einem Ersteinschuss verlangt mein Broker 16,33% quasi an Margin und der Mindesteinschuss beträgt 14,85%. 16,33% bezogen auf den Betrag von $6.300 entspricht $1.028. Das heißt, wenn ich jetzt 100 Stück von dieser Aktie kaufen müsste oder möchte und in einem Margin Depot, dann würde mein Broker Pi mal Daumen nur $1.028 dafür verlangen, damit ich diese Position eröffnen kann. So, betrachten wir jetzt eine Put-Option auf die Aktie von Coca-Cola. Hier als Beispiel mit einer Laufzeit bis zum 22. Juli 2022 und einem Basispreis von $63. Wenn ich jetzt diese Put-Option kaufen möchte, dann würde ich, wenn ich den Briefkurs betrachte, $2,34 zahlen mal 100, weil man muss immer hier die Kontraktgröße von 100 betrachten. Dann würde ich $234 für diese Put-Option zahlen. Und die Margin-Anforderung hier in diesem Fall entspricht auch 100% dieses Betrags. Das sehe ich, wenn ich hier wieder einen Rechtsklick mache auf die Position, also auf die Put-Option, Finanzinstrument-Info anklicke, Beschreibung. Und da sehe ich Ersteinschuss, Long, das heißt, ich würde die Put-Option kaufen, 100%. Also mein Broker würde grundsätzlich den Kaufbetrag von dieser Option auch als Margin abverlangen und das wäre auch mein Ersteinschuss. Wenn ich allerdings jetzt diese Put-Option verkaufen würde, zum Beispiel, also als Short-Put sozusagen, ne? Ich würde jetzt ein Stück verkaufen, da würde ich hier Pi mal Daumen $874 an Ersteinschuss hinterlegen müssen. Das sehe ich auch hier, indem ich auf Finanzinstrument-Info gehe und auf Beschreibung erneut und ich sehe hier Ersteinschuss $873,90, also Pi mal Daumen $874. Das heißt, ich weiß im Vorfeld, wie viel Margin die Eröffnung dieser Position, sei es im Sinne eines Kaufs oder im Sinne eines Verkaufs, in Anspruch nehmen würde. So, und eine wichtige Botschaft an dieser Stelle: Ich höre ab und zu die Anmerkung, wenn ich jetzt ein Short-Put gehandelt habe und diese Put-Option wird zum Beispiel ausgeübt. Das würde bedeuten, der 63er Put würde
dementsprechend dazu führen, dass ich 100 Aktien ins Depot eingebucht bekomme zu einem Kurs von $63, dann müsste ich theoretisch diese $6.300 parat haben, um diese Aktien halten zu dürfen. Dem ist nicht so. Sie sehen, dass also erstmal der Short Put eine Margin von $874 in Anspruch nimmt, beziehungsweise einen Ersteinschuss von $874. Und sollte diese Put Option ausgeübt werden, dann hätte ich 100 Stück der Coca-Cola-Aktie im Depot und dann hätte ich einen Ersteinschuss von $1.028. Das heißt, es gibt kaum einen Unterschied zwischen beiden Ersteinschüssen sozusagen. Und man muss hier bedenken, dass der Verkauf der Put-Option mir auch eine Prämie von Pi mal Daumen $200 erbringen würde. Ja, also das ist auch wichtig zu bedenken. Zwischen einem Short Put und der Einbuchung von Aktien gibt es keine gravierende Änderung der verlangten Margin seitens des Brokers. Okay? Was man auch berücksichtigen muss, ist, dass diese Margin-Anforderungen bzw. diese Ersteinschüsse nicht unbedingt statisch sind. Je nachdem, wie die eine Aktie sich entwickelt, wenn sie auch volatiler wird, kann es sein, dass die Anforderungen des Brokers höher werden. Also es kann sein, dass wir hier zum Beispiel, wenn die Aktie volatiler geworden ist, dass man nicht mehr 16,33% an Margin-Anforderungen sieht, sondern vielleicht mal 20 oder 25%. Und man kann hier als Vergleich die Aktie von Tesla berücksichtigen. Wenn ich hier prüfe, was die Erstanforderungen sind oder die Ersteinschüsse, dann sehe ich zum Beispiel hier, dass um eine Aktie von Tesla kaufen zu dürfen, man mindestens, also Pi mal Daumen, 42% des notwendigen Betrags auch im Depot halten sollte, um diese Aktien quasi kaufen zu dürfen. Ja, also man sieht schon, je nachdem, wie volatil eine Aktie ist, wie diese Margin-Anforderungen sich ändern können. So, ich hoffe, dass dieses Video für Sie hilfreich war, um zu verstehen, wie die Margin-Anforderungen von einem Short Put und wie die Margin-Anforderungen von einer gekauften Aktie ausfallen. Und so können Sie auch verstehen, was passieren kann, wenn eine Put-Option ausgeübt wird. Diese Ausübung führt nicht zwangsläufig dazu, dass Sie eine höhere Margin-Anforderung in Ihrem Depot haben. Vielen Dank und bis demnächst. Tschüss.